Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem heutigen ersten Vortrag. Ich danke für die Einladung und für die Organisation der schönen Tagung und möchte sprechen zu dem Titel, den Sie sehen. Es gibt da noch einige Handouts im Umlauf, wenn jemand noch eines haben möchte. Ich möchte zu folgenden Punkten etwas sagen im Bereich des angegebenen Themas, nämlich zur Forschungsgeschichte, zur Kollokationenforschung als Hintergrund für eine notwendige Neuausrichtung und Erweiterung der Phraseologieförderung, dann zur Förderung der Produktion durch Nachschlagewerke und Wörterbücher und zum Schluss zur übergeneralisierten Schul- und Laienkritik an Formeln und Floskeln. Ich habe zu Beginn einige Thesen zusammengestellt zu dem, was ich nachher ausführlicher darstellen möchte. Die erste These lautet, dass die Fokussierung auf den Erwerb von Idiomen in der Fremdsprache erweitert wurde und wird und daher neue Theoriezusammenhänge einbeziehen muss. Nicht mehr Bildlichkeit und Metaphorik und das Verstehen stehen im Zentrum, obwohl diese Fragestellungen nach wie vor interessant sind, sondern Festigkeit der Wortverbindungen, Konstruktionen und Muster und die Produktion. Damit entsteht neu ein komplexerer Zusammenhang der Phraseologieforschung, der Spracherwerbsforschung, der Sprachlernforschung für den Zweit- oder Fremdspracherwerb sowie der Konstruktionsgrammatik und dem neu erwachten theoretischen Interesse an Mustern sowie der Kulturwissenschaft und der Kulturgeschichte. Eine zweite These: Die Kollokationenforschung steht im Zentrum einer Neuausrichtung der Phraseologie. Der Gegenstand der Phraseologie ist dadurch quantitativ sehr viel breiter, häufiger, alltäglicher durch den Einbezug der Kollokationen. Schon seit den 70er Jahren werden ja zwar die Grenzen der Phraseologie diskutiert, aber eingeschränkt als Grenze zwischen festen und freien Wortverbindungen. Aus heutiger e-linguistischer Sicht der Suche von Festigkeit in Texten mit Hilfe von verschiedenen Berechnungen der Häufigkeit des Miteinandervorkommens von Wörtern kommt sehr viel unidiomatische Festigkeit hinzu, die es auch erlaubt, die Grenzen zwischen festen und freien Wortverbindungen genauer zu bestimmen und sie weniger als lineare Grenze als Saumbereich eines nun viel größeren Gebietes der Festigkeit im Sprachgebrauch wahrzunehmen. Die Erweiterung des Gegenstandsbereichs, beispielsweise durch Routineformeln, ist schon bei Burger, Buchhofer, Sialm im Handbuch der Phraseologie 1982 vorgenommen, aber erst die quantitative Auswertung von Corpora als Rohmaterial für Wörterbücher für eine ganze Reihe von Sprachen, das Deutsche durch Quasthoff 2011, das Italienische durch Locascio 2012, die bereits erschienen sind, in letzter Zeit hat gezeigt, wie umfangreich und wie alltäglich der Bereich der festen Wortverbindungen ist. Dann eine dritte These: Eine institutionalisierte schulische Förderung durch Thematisierung in Schulbüchern fehlt nach wie vor auf weiten Strecken. Die Phraseologieforschung selber sieht Förderung durch Wortverbindungslernen auf dem Hintergrund von Minima und erweiterten Sammlungen und Lernplattformen in neuerer Zeit auch. Die neu entstehenden Nachschlagewerke erfordern aber darüber hinaus eine schulische Einführung des Gegenstandes, der Förderung der Bewusstheit von festen Wortverbindungen und der Anleitung zum Nachschlagen. Und schließlich eine vierte These: Es bei der übergeneralisierten Laienkritik an Formeln und Floskeln
die sprachinteressierte Öffentlichkeit ist ja vor allem negativ ausgerichtet. Sie schimpft gerne über Aspekte und Entwicklungen der Sprache, so auch über Formeln, Routinen und Floskeln. Da wird, wenn man die Texte anschaut, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die Phraseologieforschung hätte hier eine wichtige anwendungsorientierte Aufgabe, die sich an Lehrpersonen ebenso wie an sprachinteressierte Öffentlichkeit richtet, nämlich Gegensteuer zu geben in dem schulischen und sprachpädagogischen Diskurs. Damit komme ich zur Forschungsgeschichte. Ich noch ein bisschen mehr darüber sagen möchte. Wir wissen, dass im Zentrum der traditionellen Forschung sowohl von Seiten der Linguistik als auch der Psychologie die Entwicklung der metaphorischen Kompetenz stand und der Versuch der Entwicklung eines Stufenmodells, bei dem das Verstehen von figurativer Sprache grundsätzlich als mehrstufig gegenüber dem Verstehen von nicht figurativer Sprache eingeschätzt wurde. Und man davon ausgegangen ist, dass das Verstehen figurativer Sprache eine höhere Entwicklungsstufe voraussetzt. Forschungsgeschichtlich stehen die Idiome im Zentrum der Aufmerksamkeit und es wird relativ oft thematisiert, dass es eine ausgeprägte Seltenheit des Vorkommens gibt von einzelnen Idiomen. Man findet nicht einmal leicht viele Tokens zu intuitiv relativ geläufigen Idiomen und für den spärlich thematisierten Erstspracherwerb bedeutet das, dass er relativ spät im fortgeschrittenen Spracherwerb vermutet und behauptet wird. In Arbeiten mit dem Fokus auf Schweizspracherwerb wird das Lernen häufiger thematisiert und oft gegen bei Jugendlichen zurückgehenden oder generell mangelnden Kompetenzen argumentiert. Die französischsprachige oder auf das Französisch bezogene Phraseologieforschung hat vor diesem Hintergrund sehr stark für die Phraseologieförderung sich eingesetzt. Ich denke da an Gertrud Gresiano und in diesem Zusammenhang entstanden auch Sammlungen wie diejenige von Heschke und Ettinger, die 1997 publiziert wurde und heute in erweiterter Fassung über die Europhrase-Homepage als Ressource zugänglich ist. Dass man eben die Metaphorik ins Zentrum der Phraseologie und des Spracherwerbs von daher abgeleitet gestellt hat, da habe ich empirisch begründet immer wieder dagegen argumentiert. In meinen eigenen verschiedenen Arbeiten zum Spracherwerb von Phraseologismen habe ich die Auffassung vertreten, dass Phraseologismen keinen Sonderfall darstellen, der mit kognitiven Sondermitteln erworben werden muss, sondern dass der Gebrauch den Ausgangspunkt des Erwerbs darstellt und Wissen über Strukturen der Doppeldeutigkeit etc. erst später teilweise und für den Gebrauch nicht notwendig erworben werden. Wir alle kennen Beispiele sprachbiografischer Erkenntnisse erst im Jugend- und Erwachsenenalter. Der europäische Referenzrahmen hat die Phraseologie als Sahnehäubchen auf den Höhen der Sprachkompetenz bezeichnet. Eine solche Auffassung zeugt von einem eingeschränkten Verständnis der Phraseologie mit Bezug auf ihre Differenziertheit und das häufige Vorkommen von einzelnen Teilgruppen wie Kollokationen oder Routineformeln. Wenn man von Sahnehäubchen spricht, vom Tüpflein auf dem I, dann denkt man an stilistisch gehobene Idiome oder Sprichwörter. Weil man es mit dem Gebrauch von Phraseologismen doch auch übertreiben kann, vor allem wenn sie nicht besonders häufig sind oder stilistisch markiert sind und weil auch deutlich wurde, dass gewisse idiomatische Ausdrucksweisen komisch wirken oder daneben wirken, also als markiert auffallen. Unter anderem deswegen wurde die Definition von Minima gefordert und es wurde in verschiedenen Bereichen Minima erarbeitet. Sammlungen von Idiomen oder Sprichwörtern sind, wie die Phraseologinnen und Phraseologen wissen,
nicht notwendig alle gleich lebendig oder alle gleich gebräuchlich. Bei den Sprichwörtern lag und liegt deshalb ein weiterer Grund für die Minima-Bestimmung auch darin, dass man herausfinden wollte, welche Sprichwörter eigentlich noch lebendig sind und gebraucht werden. Katrin Steyer hat mit einem Forschungsteam zuletzt eine solche Arbeit für Sprichwörter vorgelegt. Da Minima meistens für Fremd- und Zweitsprache gesucht werden, liegt die kontrastive intersprachliche Zusammenarbeit nahe. Deswegen wurden auch für Deutsch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch unter der Leitung von Vida Jesenczek und Peter Djurcho eine Sprichwortdatenbank mit 300 Sprichwort-Äquivalenten erarbeitet, die ebenfalls von der Eurofras Homepage aus erreicht werden kann. In die Plattform integrierte interaktive Sprichwortübungen sollen den Lernprozess erleichtern und fördern. Solche Materialien, die noch dazu elektronisch zur Verfügung stehen, sind sehr hilfreich. Aus heutiger Sicht hat sich der Gegenstandsbereich der festen Wortverbindungen jedoch sehr stark erweitert in Richtung Kollokationen, die sprachlich oder nur hinsichtlich der Häufigkeit des Miteinandervorkommens verbunden sein können. Durch die allgemein erhöhte und intensivierte Aufmerksamkeit auf Kollokationen stellt sich die bisherige Lern- und Förderfrage neu. Wenn man einen Text ansieht und die Kollokationen markiert, sieht man den großen Anteil, den Kollokationen an Texten ausmachen. Die Frage, was Kollokationen sind, ist aber genauso schwierig und daher umstritten wie diejenige, was Phraseologismen sind. Wichtig scheint mir wahrzunehmen, vor welchem Hintergrund die Definition vorgenommen wird. Herkömmlich gesehen ist ja bemerkenswert, dass die Kollokationen aus Sicht der idiomatisch definierten Phraseologie zunächst einmal als nicht oder nur schwach idiomatische Wortverbindungen definiert wurden und werden. Vergleiche die verschiedenen Auflagen von Harald Burger, zuletzt 2010. Die Fragestellung der Idiomatisierung und Metaphorisierung von Teilen der Sprache bietet fraglos einen Kontext für viele interessante sprachtheoretische Überlegungen. Aber die Frage der Festigkeit und der Parameter der Festigkeit ist eine ebenso theoretische Frage, eine offenere Fragestellung, die Idiomatizität und Metaphorizität mit umfasst. Die Frage der Festigkeit ohne Idiomatizität ist ebenfalls keine theorielose Fragestellung, wie man vielleicht mit leichtem Bedauern über den Verlust oder den Ausfall der Metaphorizität als Thema denken könnte, sondern eröffnet ihrerseits interessante Theoriezusammenhänge und Theorieverbindungen zu lerntheoretischen und kognitiven Seiten der Konstruktionsgrammatik, zur Korpuslinguistik und ihrer Feststellung der Häufigkeit und Alltäglichkeit der Festigkeit von Wortverbindungen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, welches Verb zu welchem Substantiv gehört, sondern viel allgemeiner und weit darüber hinaus, welches Wort, welcher Wortart überdurchschnittlich häufig mit welchem anderen Wort gebraucht wird, beziehungsweise um Vorprägungen der Sprache aus sprachlichen und außersprachlichen Gründen ganz allgemein. Der Hintergrund des Interesses sind auch nicht in erster Linie oder dominant Fehler, die man dabei macht oder eben nicht. Das Vermeiden von Fehlern ist aber generell in der Kollokationenforschung eine erste Motivation der Beschäftigung mit Kollokationen. Es ist jedoch grundsätzlich der unauffällig flüssige, unmarkierte, angemessen wirkende und in Fachkontexten professionell wirkende Sprachgebrauch, den man in der Sprachproduktion weder in der Erstsprache noch in der Zweit- oder Fremdsprache einfach so trifft, wenn man spricht oder schreibt, und den man nicht gänzlich aus den einzelnen Wortbedeutungen einfach selber kombinieren kann, der eben durch feste Wortverbindungen vorgeprägt ist.
Es gibt einen häufigen, unauffälligen, unmarkierten, alltäglichen Sprachgebrauch, der sehr stark kollokativ geprägt ist, dessen wir uns als Sprecherinnen und Sprecher und als Fachleute zu wenig bewusst sind und der sich erst in der elektronischen Datenverarbeitung von Textkorpora so richtig in seiner quantitativen Dimension zeigt. Und nachdem sich durch die empirische Korpusarbeit herausgestellt hat, wie häufig Kollokationen sind, zeigt sich auch, dass es bei den Kollokationen im heterogenen Bereich der Phraseologie um einen wiederum recht heterogenen Gegenstandsbereich geht. Und es stellt sich die Frage, wie man sie für den Sprachgebrauch zur Verfügung stellen kann. Dafür möchte ich als exemplarische Gewährsperson das spanische Kollokationenprojekt heranziehen. Margarita Alonso, die schreibt, es sei schnell zu sehen, eben wie unterschiedlich Kollokationen seien, aber was diejenigen, die ein Kollokationsprojekt bearbeiten, bewege, sei, dem Sprachbenutzer Antworten zu geben, der wissen möchte, der Fragen habe mit Bezug auf die restringierte lexikalische Kohärenz, also darauf, wie Wörter miteinander verwendet werden müssten. Kollokationen, Wörterbücher, die es schon gibt, zeigen einerseits die ganze Bandbreite des sprachlichen Materials, zum Beispiel bei Quasthoff 2011, der die Materialien lediglich von als Wortverbindungen nicht brauchbaren Kombinationen befreit, sogenannt putzt, aber im Übrigen unzensuriert darbietet. In einem Projekt an der Universität Basel reduzieren wir demgegenüber das Material auf Kollokationen mit Elementen des Grundwortschatzes, die zur Alltagssprache gehören und der Produktion von Texten in der Erst- und Zweitsprache bzw. Fremdsprache eine Orientierung und Hilfe bieten können. Das Projekt, auf das ich mich beziehe, hat die Koordinaten, die Sie auf der Folie sehen. Es sind viele Mitarbeitende des Teams auch hier in Maribor. Das Ziel des Basler Kollokationenwörterbuchs sind eben alltagssprachliche Kollokationen und der Ausgangspunkt ist eine statistische Korpusanalyse. Es gibt dann eine lexikografische Aufbereitung unter pragmatisch-semantischen Gesichtspunkten. Wenn man Kollokationen statistisch ermittelt, zunächst einmal die Vorformen davon, die Rohformen davon, bekommt man fast unweigerlich eine Intuition dafür, dass da sehr verschiedene Typen von festen Wortverbindungen vorliegen. Wie man sie terminologisch benennen will, erwies sich in unserem Projekt als Glückssache, beziehungsweise wir haben die Terminologie im Laufe der Arbeit umgedreht und auch der Begriff der Kollokation ist im Deutschen eventuell für fachexterne, allgemeine oder schulische Zwecke nicht der Weisheit letzter Schluss. Jedenfalls nennen wir die festeren, auch sprachlich verzahnten Wortverbindungen typische Wortverbindungen und die rein statistischen Wortverbindungen, gebräuchliche Wortverbindungen. Kriterien für typische Wortverbindungen wie Weihnachten feiern, typische Wortverbindungen sind in ihrer Verbindung fester und spezifischer, weil die Präfigurierung der Ausdrucksweise zu einer sprachlich-strukturellen Spezialisierung geführt hat, durch semantische und/oder syntaktische Verschiebungen oder Erweiterungen und man nicht so leicht ebenso kurze alternative Ausdrucksweisen findet. Wenn wir beispielsweise die Formulierung Weihnachten feiern im Kontext zum Beispiel mit den Eltern Weihnachten feiern umgehen wollen, können wir das natürlich tun,
müssen aber nicht nur das Verb feiern umschreiben, sondern auch die Kombination von Feiern und Weihnachten, die besteht aus einem gemeinsamen Festessen, einem Baum und Kerzen, eventuell Singen, eventuell Geschenken und eventuell gemeinsamen Besuch der Kirche und die alle teilweise nur in den Bedeutungen von Weihnachten einerseits und Feiern andererseits enthalten ist. Die kulturgeschichtlich relevante, konzeptuelle, symbolische Bedeutung ist umfassender als die Kombination der einzelnen Wortverbindungen. Für diesen Kontext stellt die Formulierung Weihnachten feiern eine präferierte Wortverbindung dar und es kann mit den gleichen syntaktischen Mitteln, gleich kurzen, kein semantisches Äquivalent gebildet werden, sondern es würde eine Paraphrase benötigt, die selber keine Festigkeit aufweist. Eine präferierte Festigkeit kann zusätzlich gestützt werden durch Alliteration, wie beim dreisten Dieb. Beispiele für solche typischen Kollokationen mit präferierter Prägung sind der ausgewiesene Fachmann, die Krankenkasse wechseln, das Wunder der Technik, die Freuden des Lebens, sein oder ihr Leben einrichten. Ein weiteres Kriterium für die Bestimmung von typischen Kollokationen bietet der sprachkontrastive Vergleich, der aufzeigt, dass die Wortverbindung in einer anderen Sprache auf andere Weise kombiniert ist. Wir kennen das. Auf diese Weise lassen sich festlegen, ein Telefon funktioniert, den Zug verpassen, einen Brand legen in x Schritten Entfernung. Dann ist die psycholinguistische Festigkeit ein Kriterium, das sich typischerweise aus der immer gleichen linearen syntaktischen Verwendung von Wortverbindungen ergibt und dazu führt, dass ein Bestandteil den anderen evoziert, wie der ungebetene Gast, die fatale Folge, Blitz und Donner, fiebersenkendes Mittel, meine, deine kostbare Zeit. Fachsprachliche Kontexte bringen ebenfalls Kollokationen hervor. Im Bereich der Terminologie wurde dies von Gertrud Gresiano mit verschiedenen Arbeitsteams im großen Stil bearbeitet und ein Teil dieser fachsprachlichen Kollokationen sind auch in der Alltagssprache gang und gäbe. Die gebräuchlichen Kollokationen bilden den Übergangsbereich zwischen sprachlich bestimmter Festigkeit und Freiheit der Wortkombination, einen großen Saumbereich zu freien Wortverbindungen. Die gebräuchlichen Wortverbindungen sind in den Corpora als Wortverbindungen überzufällig häufig belegt, deshalb werden sie auch markiert. Semantisch und syntaktisch sind sie aber kompositionell. Ihre Festigkeit wird durch außersprachliche Faktoren begründet und aufrechterhalten. Die Wortverbindungen bringen Aspekte der Wirklichkeit zum Ausdruck, die häufig miteinander kombiniert werden, in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Zeit. Berge werden bestiegen, aber erst seit dem 19. Jahrhundert. Weitere Beispiele dafür sind angenehmes Klima, saubere Kleidung, etwas lockt Insekten an, die Lösung eines Problems. Die Menschen suchen angenehmes Klima, tragen gern saubere Kleidung, sind froh, wenn irgendeine Blume die Insekten anlockt und nicht die eigene Haut. Sonst hätten sie dann ein Problem, das wie für ein Problem heutiger Tage üblich natürlich gelöst werden müsste. Zur Förderung der Produktion durch Nachschlagewerke und Wörterbücher. Wer sich nun für die Ausprägung der schulischen Förderung interessiert und in Schulbüchern nachschlägt, wird sehr oft enttäuscht bzw. findet wenig. Was meinen die Schulbücher? Das war es jetzt nicht. Ich muss es wieder aufmachen, ne? Das werden wir gleich sehen. Weiter.
Ist gut. Für den da. Ja. Danke. Okay. Vielen Dank. Ja, eigentlich wollte ich dieses Bild zeigen, das immer noch prototypisch ist für die Art und Weise, wie in Schulbüchern auch der neuesten Auflage Phraseologie gefördert wird. Man zeigt mehr oder weniger, nimmt Idiome, Eulen nach Athen tragen und den Kopf in den Sand stecken und malt dazu mehr oder weniger lustige Zeichnungen in Comic-Manier. Wir haben einige in einer kleinen Pilotuntersuchung einige Schulbücher aktuell angeschaut, was da inzwischen und heutzutage drin ist über Phraseologismen und Kollokationen. Und es zeigt sich, dass in den Schulbüchern Sachbuch, Sprachwelt Deutsch, Sachbuch, Werkbuch, Trainingsmaterial, im Schulbuch Mittelschulvorbereitung, in Deutsch Kompaktwissen, Band 2 zwar sehr vieles thematisiert ist, auch aus linguistisch-theoretischen Zusammenhängen, aber Phraseologie oder Kollokationen nicht behandelt wird. Im besten Fall gibt es in solchen Schulbüchern eine Übung bestehend aus 8 Substantiven und 16 angebotenen Verben. Und die Schüler werden aufgefordert, das jeweils richtige Verb mit dem Substantiv zu verbinden. Und es heißt im Kontext, die Theorie dazu kann lauten, ein Satz, viele Ausdrücke in der Sprache sind fest und können kaum verändert werden. Also die Arten der Förderung bisher, es gibt Minima, es gibt Lernplattformen, es gibt Sammlungen. Die Bewusstheit von Festigkeit und eine laienverträgliche Terminologie fehlen bisher. Und ein Schulunterrichtsthema ist die Festigkeit in der Sprache nicht geworden bisher. Das wäre aber die Voraussetzung dafür, dass es sinnvoll ist, Nachschlagewerke zu machen, weil Bewusstheit notwendig ist, um nachschlagen zu wollen und zu können. Die Listen, die man macht, vor allem in Schulbüchern mit irgendwie 8 oder 10 oder 12 Beispielen, implizieren, dass man diese sehr häufigen exemplarischen Kollokationen lernen soll und die dann richtig verwendet. Wichtiger als unvollständige Teile des Wortschatzes als Liste zu lehren und zu lernen, wäre die Thematisierung im Unterricht, die Bewusstheitsbildung und damit die Grundlage zur Befähigung, Kollokationen nachzuschauen, wenn man in der Sprachproduktion feststellt, dass man in der Flüssigkeit des Sprechens und vor allem des Schreibens anstößt. Wenn wir Wörterbücher machen, sind wir ja der Auffassung, dass das zur Verfügung stellen von Kollokationen hilfreich ist für die Textproduktion. Was man in einem Wörterbuch findet, gibt Aufschluss über übliche Formulierungen, aber auch über die Ausschnitte und Aspekte der Wirklichkeit, über die man üblicherweise spricht. Wenn man im Wörterbuch nur 3, 4 Kollokationen zu einem Wort findet, so ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass man das Gesuchte, das Passende findet. Wenn hingegen die durch Häufigkeitsmessungsverfahren ermittelten alltäglichen bzw. umgangssprachlichen festen Wortverbindungen geordnet in Gruppen angeboten werden, kann ein solcher Artikel bei der Sprachproduktion helfen, ohne dass man sich deswegen stereotyp oder formelhaft ausdrückt, sondern im Gegenteil unmarkiert, eingepasst oder professionell.
Auch kompetente Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sind ja oft erstaunt über die Kollokationen, die sich aus berechneten Wortkombinationen zusammenstellen lassen, nicht weil sie die Ausdrucksweise nicht brauchen oder kennen würden, sondern weil sie absolut kein Bewusstsein davon haben, wie viel Vorprägung und Festigkeit es in der Alltagssprache, in der eigenen Erst- und Muttersprache gibt. Dieses Material kann dann eben auch nicht mehr zum Lernen angeboten werden, sondern zum Nachschlagen. Wenn man weiß, dass man nachschlagen muss und kann und wenn es eine laienverträgliche Terminologie dazu gibt. Der Ausdruck Kollokationen eben muss es für das Deutsche vielleicht nicht unbedingt sein, obwohl ein Einwortterminus eine höhere Einprägsamkeit hat als eine Wortverbindung wie feste Wortverbindung. Deswegen und insofern sind Kollokationen bzw. Phraseologismen ganz allgemein, unter welchem Terminus auch immer, ein Schulbuch- und Schulunterrichtsthema, weit darüber hinaus, was heute knapp oder gar nicht dazu gemacht wird. Dass das funktionieren kann, haben wir in verschiedenen kleinen Pilotuntersuchungen feststellen können. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die Deutsch als Erst- oder Zweitsprache lernen, erhalten eine Textaufgabe und einige Probeartikel zu Kollokationen im Bereich der Textaufgaben, zum Beispiel zum Garten. So wie diese Folie zeigt, sieht der Beginn des Gartenartikels, der sich auf 5 Folien verteilen müsste, wollte man alles zeigen, heute aus in unserem Wörterbuch. Es ist also recht viel, was da als alltäglich angeboten werden kann. Und wenn man schaut, wie viel man dabei noch hat ausscheiden müssen, so zeigt sich der Werdegang in Zahlen folgendermaßen, dass nämlich Verb-Substantiv-Verbindungen, die sich in den untersuchten Korpora als statistisch kollokativ herausgestellt haben, dass das 213 Verbindungen sind, dass davon 167 bei der Vorauswahl ausgeschieden wurden, dass bei der Auswahl nochmal 34 ausgeschieden wurden und 12 geblieben sind, also relativ wenig, die dann doch einen relativ umfangreichen Gartenkontext zeigen. Und dasselbe gilt für die Adjektiv-Substantiv-Verbindungen, wo insgesamt 179 Verbindungen reduziert wurden auf 22, die dargeboten werden. In den kleinen Versuchsartikeln, die noch in einem früheren Stadium den Schülern gegeben wurden, kann das so aussehen. Da wird einiges eben zum Garten gezeigt und es sind fremdsprachige Kinder, zum Teil auch im Vergleich mit muttersprachlichen Kindern, die etwas zum Garten schreiben sollen, zu ihrem eigenen Garten oder zu einem Garten, der ihnen gefällt und die einen solchen Artikel beiziehen können und ihn nutzen können. Und eines der Mädchen, die da einen Artikel geschrieben hat einen Text geschrieben wie den folgenden: lernt seit 1,5 Jahren Deutsch, also es sieht schon einmal nach etwas aus, rein von der Quantität her. Und wenn man das transkribiert, sieht man, wie viel sie hat nutzen können aus dem Artikel, den sie konsultieren konnte, ohne einfach die Beispiele abzuschreiben, sondern indem sie die Kollokationen in ihre eigenen Kontexte transferiert hat. Dasselbe sieht man auch bei älteren Studierenden, Sprachlernenden, Schreibern. Sie schreiben zuerst eine Textfassung ohne Hilfsmittel, ist einfach mal
angestrichen, was da kollokativ sein könnte, und überarbeiten den Text mit den Artikeln aus dem Kollokationen-Wörterbuch und kommen damit zu einem sehr viel ausführlicheren, expliziteren Text, ohne dass man sagen müsste, sie würden nun etwas anderes sagen als das, was sie eigentlich hätten sagen wollen. Ich komme damit zum letzten Punkt, ein kurzer Punkt, die übergeneralisierte Schul- und Laienkritik an Formeln und Floskeln. Damit Nachschlagewerke ihre Wirksamkeit entfalten können, hat die Phraseologieforschung auch eine fachexterne Aufgabe neben der Erarbeitung von Nachschlagewerken, nämlich die Differenzierung von vorgeprägten sprachlichen Mitteln als notwendig und hilfreich auf der einen Seite und als floskelhaft ärgerlich auf der anderen Seite. Diese Differenzierung ist zu machen über die Thematisierung der Frage des Gebrauchs. Was wird gemacht? Geht es um das Umschiffen von konkreten Antworten durch inflationären Gebrauch von Floskeln, oder geht es um eine kompetente, angemessene Ausdrucksweise? Die Vorteile der festen Wortverbindungen im Hinblick auf einen unmarkierten und adäquaten Sprachgebrauch sind bewusst zu machen und der Kritik an Formeln und Routinen bzw. festen Wortverbindungen, die als Floskeln diffamiert werden, entgegenzuhalten. Wer ein Wörterbuch konsultiert, richtet den Inhalt seiner Aussage ja nicht einfach danach, was als Sprachbeschreibung im Wörterbuch steht, wohl aber hilft die Sprache und die Vorgeprägtheit der sprachlichen Verbindungen beim Denken und Formulieren. Das ist ja auch für Muttersprachler interessant. Ich habe das schon gesagt, immer wieder erstaunt sind, was an vorgeprägten festen Wortverbindungen in der Muttersprache zusammenkommt. Das also wäre die fachexterne Aufgabe, die in der Phraseologieforschung angepackt werden sollte, neben der Arbeit im schulischen Kontext, wenn die Wörterbücher, die wir in verschiedenen Bereichen und Sprachen erstellen, auch konsultiert werden sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich bitte gleich um Wortmeldungen, Fragen. Bitte. Eurem Projekt von einer sehr weiten Auffassung der Kollokation ausgeht. Also nicht nur non-kompositionelle Sachen, die aus Base und Kollokator bestehen, sondern auch kompositionelle, die einfach häufig vorkommen und statistisch signifikant häufig sind. Wenn ja, dann wie viele Einheiten plant ihr dann für euer Wörterbuch? Denn es sind Millionen. Ist es dann überhaupt machbar, wenn dabei jede Einheit noch definiert werden muss? Denn im Grunde genommen, wir können den Sprachlernern gar nicht vorwerfen, dass sie nicht nachschlagen, denn bis dato gibt es keine Möglichkeit nachzuschlagen. Es gibt kein Wörterbuch, wo sie alle drin wären. Und wenn sie in eurem Wörterbuch alle drin sein müssen, es ist natürlich ideal, nur wie ist es machbar? Ich habe schon also verstanden, dass ihr da eine bestimmte Auswahl treffen wollt. Dann wie, nach welchen Kriterien? Wie entscheidet ihr, welche Kollokation aufgenommen wird und welche nicht? Ja, das ist sicherlich eine schwierige Frage, aber die Ausgangsbeschränkung besteht ja darin, dass ein Element der Kollokation ein Element des Grundwortschatzes sein sollte. Und da kann man von den bestehenden Grundwortschätzen ausgehen. Und
Das nächste ist dann eine nach dem Putzen, wie es Quasthoff auch macht, eine sehr starke Reduktion unter der Perspektive der Frage, ist das etwas, was man in alltäglichen Texten brauchen kann? Ist es eine Produktionshilfe? Ich würde auch nicht sagen, dass es gerade gar nichts gibt zum Nachschlagen. Also der Vorwurf, es ist nicht ein Vorwurf, dass man nicht nachschlägt, aber wenn man nicht dafür sorgt, dass das Umfeld auch bearbeitet wird, dann werden diese spezifischen Wörterbücher nicht benutzt werden, obwohl sie, wie so einzelne kleine Tests zeigen, durchaus Hilfestellungen bieten können und die Leute zufrieden sind, auch in Befragungen, die man mit ihnen so nachher macht, wenn sie ihren Text produziert haben. Sie sagen, das hätte ihnen geholfen, ihren Text zu produzieren. In den bisherigen großen Wörterbüchern gibt es ja auch Kollokationen, aber sie sind einfach weniger systematisch fokussiert und es ist weniger, sie rutschen zum Teil mehr da hinein, als dass sie systematisch aufgeführt werden. Danke, hier gibt es noch eine Frage und dann weiterhin auch. Ja, Annelies, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Ich wollte nur noch mal eben, was du eben gesagt hast, bestärken. Das Problem ist nicht, dass es nicht Kollokationen gibt. Also das WDG hat ja einen großen Kollokationsreichtum. Das Problem ist das Kollokationsbewusstsein. Und das ist also der Sprecher. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ihr mit eurem Projekt wirklich eine tolle Arbeit macht. Auch meine Erfahrungen sind, wenn ich so populärwissenschaftliche Vorträge mache oder Seminare, dass das den alltäglichen Sprechern überhaupt nicht bewusst ist, wie wir kommunizieren über solche Dinge. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn Sie im Wörterbuch überhaupt nachschlagen, also wenn Sie überhaupt tun, ja, dann sehen Sie das als Beispiele an, die Kollokation, oder als Belege, aber nicht als elementaren Kern Ihrer Sprachkompetenz. Und deswegen ist diese Sensibilisierung dafür ein ganz wichtiger Punkt. Und da liegt bei uns im Deutschunterricht, ebenfalls in Deutschland, so viel im Argen, weil die werden gequält mit Fontane, aber sie wissen nicht, was Kollokationen sind. Und da finde ich zum Beispiel, ist nichts gegen Fontane, um Gottes Willen, aber ich meine, diese extreme Fokussierung auf Literatur und das mangelnde Bewusstsein, was Sprache anbetrifft. Und da finde ich dann solche Projekte ungeheuer wichtig. Und das müsste auch sozusagen noch viel mehr popularisiert werden. Also dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dabei. Und eine zweite Sache noch, du hast gesagt, Quasthoff, Kollokationswörterbuch, putzen das ja auch und die haben ja auch semantische Gruppen. So, ne? Das Problem ist, wenn du das ohne Kontext hast, ihr habt ja die Kontexte dazu, Kontextbeispiele, dann kannst du auch mit diesen semantischen Gruppen oft nicht so viel anfangen, weil du dann nämlich schon beim dritten Kollokationspartner siehst, naja, das ist schon ein bisschen komplexer und dahinter steckt vielleicht doch eine Idiomatik, eine andere Form. Das heißt, auch solche Gruppierungen sind höchst problematisch und deswegen finde ich es gut, dass ihr das so sehr klar da auch strukturiert für diese Nutzer. Und für diese Nutzer wird es ja auch gemacht. Ja, also Quasthoff will ja auch einfach mal das Material anbieten. Und das war ja auch erstaunlich. Also wir haben auch Vergleiche gemacht, was wir drin haben. Also er hat natürlich noch mal mehr, aber auch nicht all die Millionen, die man hinein tun könnte. Aber das liegt dann auch wiederum an der Beschränkung auf ganz bestimmte Corpora. Es kommt natürlich immer mehr zusammen, je mehr man konsultiert. Und dass man Kollokationen als Beispiele anschaut, ich glaube, das gilt teilweise auch für die lexikografischen Bearbeiter, nur in der umgekehrten, sie machen ein Beispiel und es ist eine Kollokation. Es ist gar nicht als Kollokation dargeboten, sondern die Kollokationen kommen in den Beispielen vor. Weil das etwas ist, was einem so nahe liegt, wenn man produziert. Und wir haben das auch gesehen in einem anderen Zusammenhang, wenn Laien Beispielsätze machen zu bestimmten Wörtern, bringen sie auch oft diese Kollokationen, weil das ist, was eng verbunden ist, kognitiv. Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen zu Quasthoff und das, was Sie jetzt gesagt haben. Das Wörterbuch von Quasthoff ist kein Lernerwörterbuch. Ja. Und deshalb sind die Benutzergruppen sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es sehr schön und sehr wichtig, dass Sie jetzt ein lernerbezogenes Wörterbuch machen, weil wir genau das brauchen. Wo ich persönlich mit meinen Studenten sehr gute Erfahrungen habe, ist die Suche nach Kollokationen in Corpora. Und nicht nur im Wortschatzkorpora, sondern auch in den anderen deutschsprachigen Corpora, wo man eben dann auch gleich die Beispiele hat.
Und Sie suchen, soweit ich das verstanden habe, wählen aber die Beispiele dann schon aus und vereinfachen sie für das Wörterbuch. Ja. Und ist das Wörterbuch auch elektronisch oder nur elektronisch? Ja, das wissen wir noch nicht. Wir möchten es gerne auch drucken, aber elektronisch, ja, ist natürlich ist nicht einzusehen eigentlich, außer ein Verlag wünscht es nicht, warum man heute etwas nicht auch elektronisch darbieten würde. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, gibt es noch eine kurze Frage, bitte sehr. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage zur Theoriebildung. Ich denke, der Schulunterricht orientiert sich ja immer noch sehr stark am klassischen Verständnis von Sprache und Grammatik als Kombination von Wörtern anhand grammatikalischer Regeln. Und inwiefern siehst du einen Bedarf in der theoretischen Theoriebildung? Es gibt ja verschiedene Ansätze, die eigentlich eine Art phraseologische Wende in der Grammatiktheorie eigentlich vorschlagen. Also Alison Ray, die sagt, das Zentrum der Sprachkompetenz sind Morpheme Equivalent Units, nennt sie das, sind eigentlich nichts anderes als Kollokationen oder Konstruktionen. Inwiefern würdest du dort sowohl für uns einen Bedarf sehen, die Theoriebildung stärker zu phraseologisieren, also nicht die Phraseologie als Sonderfall zu sehen, sondern als Zentrum einer Sprachkompetenz, und inwiefern siehst du auch einen Bedarf, dies im Unterrichten der Lehrerinnen und Lehrer auch stärker in den Diskurs einzubringen, das Phraseologieprinzip also sozusagen. Ja, das Phraseologieprinzip, ich glaube, dass durch diese Wende der Fokussierung auf feste Aspekte des Sprachgebrauchs und in Texten, Festigkeit in Texten mit allen Differenzierungen, die man da machen kann, auch die Phraseologieforschung wieder in engere, aus ihrem relativen Inseldasein, in engere Verbindungen treten würde, eben zu Fragen, wie sie die Konstruktionsgrammatik stellt, wie sie die Musterforschung stellt, wäre auch in den kulturwissenschaftlichen Bereich, wo es in der Phraseologie ja eine gewisse Tradition gibt, diese Verbindung wahrzunehmen und zu thematisieren. Und es könnte der Phraseologieforschung nur gut tun, quasi aus ihrer Isolierung wieder herauszukommen und nicht entweder Phraseologe oder Phraseologin oder sonst etwas zu sein, sondern wenn die Linguistik phraseologische Fragestellungen in ihre Argumentation wieder einbauen würde, wie das eigentlich zu Beginn im amerikanischen Kontext ja war, wäre das für die linguistische Theoriebildung ein Vorteil. Wir wären auch nicht auf einer so zwar sehr familiären, aber doch irgendwie einsamen Schiene mit unserer Phraseologie. Und in der Schule, da gäbe es natürlich diesen Ausbildungsbedarf, aber das sind ja immer Änderungen, die 20 Jahre brauchen. Und wir haben gesehen, also in gewissen Fragen habe ich doch immerhin erlebt in meiner beruflichen Zeit, dass es eine Änderung in der Ausbildung der Schule gibt, aber das wäre etwas, was man von verschiedenen Seiten her anpacken und anstoßen müsste und auch irgendwie zeigen, dass es mit einer Übung, wo 10 oder 8 Substantive mit 16 Verben kombiniert werden und 8 Lösungen sind falsch und 8 sind richtig, mit Bezug auf Vorprägung in der Sprache, Festigkeit, Kollokation, Phraseologie nicht getan ist. Danke für das Mission Statement.